schon eine tolle Auszeichnung, dass unsere Bundesministerin kommt, um dich im Wahlkampf zu unterstützen. Es macht einfach Spaß für dich und mit ihr und für die CDU und CSU in Deutschland Wahlkampf zu machen. Ilse, also bei uns hier im Gebiet hast du einen sehr, sehr guten Namen. Wir sind wirklich auch ein Stück weit stolz, dass du Politik machst in oberster Reihe. Wir waren auf Dauer, warum ein Bauer in Rheinland-Pfalz weniger auf den Hektar bekommt als derjenige in Niedersachsen oder in Bayern. Auch dort gehört die Gerechtigkeit hier nicht auf einen Schlag, aber in einem Angleichungsprozess. Und das werden wir auch machen und das habe ich auch zuvor geschlagen. Das ist die bundesweite Verantwortung, die ich hier auch trage. Das ist meine Sache. Deshalb schmerzt es mich, schmerzt es mich schon sehr, wenn manchmal Lebensmittel, das Essen als Selbstverständlichkeit schlechthin diskutiert werden und man gar nicht mehr wahrnimmt, was das für einen Wert eigentlich bedeutet. Auch Lebensmittel in der Qualität, aber auch zu günstigen Preisen überhaupt in Deutschland verfügbar zu haben. Und auch die wachsen nicht aus der Tiefkühltruhe raus und auch nicht aus dem Regal, sondern die wachsen auf dem Feld oder sie entstehen im Stall. Und sie werden von fleißigen Betrieben der Lebensmittelwirtschaft, von handwerklichen Betrieben und auch größeren Betrieben erstellt und genießen übrigens in der großen weißen, weiten Welt höchste Anerkennung. Nur wir in Deutschland schaffen es, dass wir auch hier wieder große Fragezeichen hinten machen, als wenn die Menschen ganz fürchterlich bei uns täglich gequält werden mit den Lebensmitteln. Meine Damen und Herren, das ist auch schlicht und ergreifend nicht gerecht. Man gesetzlich gar nicht so viel machen, weil ich will jetzt nicht bei jedem hinter dem Kühlschrank 50er Polizisten aufstellen, der das überwacht. Das wollen die Grünen machen, ganz gern, glaube ich. Eines ist ganz deutlich, Mechthild Heil ist stark vor Ort, sie ist überall unterwegs und das finde ich ganz, ganz toll, das ist ein ganz tolles Zeichen, es ist auch ein schöner Zusammenhalt des Kreises Mayen-Koblenz mit dem Kreis Arbeiter und ich darf Ihnen, Frau Aigner, danken, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind, aber bedanken möchte sich ganz persönlich auch Mechthild Heil bei Ihnen. Und ich darf Ihnen danken, die Sie heute gekommen sind, um Ilse Aigner zu erleben, um Mechthild Heil zu unterstützen. Ich denke, wir alle werden das im Wahlkampf tun, denn wir wissen, wir haben hier eine starke Frau, die stark vor Ort ist. Danke. Sortiment der Familie kennengelernt, haben wir den noch gleich im Kopf zusammengestellt. Nicht alles auf einmal trinken, ja? Sondern vielleicht dann schon vor der Wahl, weil nach der Wahl hast du überhaupt keine Zeit mehr dafür, dann sind wir ganz sicher. Wenn du mal eine Ruhe Minute hast, nimm dir einen Schluck davon und wenn du keine Gelegenheit findest, ruf einfach an, ich komme gerne vorbei und trinke.